Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit dem PEAK-TECH 1700 und werde in diesem Video eine Strommessung mit Hilfe der offenen Zange dieses Strommessgerätes durchführen. Das Messgerät ist mir vom Hersteller hierfür zur Verfügung gestellt worden. Dafür herzlichen Dank. Wir sehen hier den Messaufbau. Ich habe die Isolierung dieser Dreifachsteckdose abgetrennt, sodass ich nun an den einzelnen Adern messen kann. Dieser Versuchsaufbau ist natürlich für Laien lebensgefährlich. Sowas sollten nur Elektrofachkräfte nachvollziehen und dabei auch äußerst vorsichtig sein. Angeschlossen ist ein Wasserkocher. Es ist auf dem Typenschild angegeben, eine Leistung von merkwürdigerweise von 920 bis 1100 Watt. Es kann durchaus sein, dass hier verschiedene Leistungen zum Zuge kommen, denn dieses Gerät verfügt auch über eine Warmhaltefunktion. Man darf jetzt natürlich umso gespannter sein, welche Stromwerte da gleich gemessen werden. Bei 920 Watt müssten 4 Ampere herauskommen und bei 1100 müssten knapp 4,8 Ampere herauskommen. Ich werde nun die Strommessung durchführen. Das Messgerät habe ich dafür natürlich auf die Strommessung eingestellt, auf 200 Ampere, die sind hier maximal messbar. Messleitung brauche ich natürlich nicht, denn der Strom wird ja über diese offene Zange ermittelt. In dem Moment, wo ich mich mit diesen Kontakten der spannungsführenden Leitung nähere, ich hoffe, man kann das im Video erkennen, leuchtet die rote LED des NCV-Detektors auf. Das heißt, hier wird festgestellt, dass sich gegenüber Erde eine Spannung auf dieser Leitung befindet. Letztlich wird die Messung kapazitiv, so davon gehe ich jedenfalls aus, durchgeführt und natürlich letztlich auch über meinen Körper die Verbindung zur Erde hergestellt. So, ich werde jetzt die Strommessung durchführen, zunächst einmal ohne Last. Ich kann nur den Strom einer einzelnen Ader messen. Hier ist natürlich nichts zu messen, denn es fließt ja noch kein Strom. Das Gerät hat zwar eine ganz kleine Steuerelektronik, die jetzt vielleicht eine minimale Leistung aufnimmt, aber das ist hier nicht messbar, wenn denn überhaupt ein Strom aufgenommen wird. Ja, ich schalte das Gerät nun ein. Und sollte nun natürlich auf dem Schutzleiter kein Strom messen können. Tatsächlich, es wird kein Strom angezeigt. Auf dem Neutralleiter wird eine Stromstärke von, ja, tatsächlich von knapp 4 Ampere gemessen. Ebenso auf der braunen Leitung. Auch hier sollte eine Stromstärke von bis zu 4 Ampere angezeigt werden. Ja, das ist jetzt nicht ganz der Fall. Wenn ich weiter reingehe, ja, man sieht das, ich muss weiter rein, dann wird der Messwert besser. Die Strommessung ist nur möglich, wenn ich eine einzelne Ader messe. In dem Moment, wo ich über alle Adern hinweg messe, heben sich die magnetischen Felder der beiden Leitungen auf und ich messe keinen Strom. Man kann nun in diesem Modus, ich messe hier wieder den Strom auf einer Leitung, 4,1 Ampere, nun auch eine Max-Min-Messung durchführen. Das heißt, ich sehe jetzt Max- und Min-Werte, das ist natürlich jeweils 4,1 Ampere. Nehme das Gerät jetzt einmal raus, bin immer noch in dem Max-Min-Modus. Min ist jetzt 0 Ampere, Max 4,1, Min natürlich immer noch 0. Und drücke ich nun längere Zeit hier drauf, so befinde ich mich wieder in der Echtzeitmessung. Schalte das Gerät einmal ab. Und der Strom geht natürlich auf 0 Ampere zurück. Kann ich die Messdaten noch abfragen? Nein, die sind bereits weg. Die kann ich nur so lange abfragen, wie ich mich in diesem Max-Min-Modus befinde. Sobald ich da wieder rausgehe, sind die Messwerte weg. Ich schalte nochmal ein. Und es sollte sich natürlich hier wieder ein Strom von 4, im Moment sogar 4,3 Ampere einstellen. 4,1 Ampere. Nehme ich nun die Zange langsam raus.
so wird die Stromstärke jetzt schon gegen Null gehen. Und wie bereits gesagt, ich kann eben nicht über die gesamte Leitung messen. Da wird kein Strom angezeigt. Ja, soweit zu dieser interessanten Messung. Das Messgerät ist sicherlich für Strommessungen sehr gut geeignet. Solange ich eben in der Lage bin, eine einzelne Ader zu messen, über die ganze Leitung, in der sich mehrere Adern befinden, kann ich leider keinen Strom messen. Ja, soweit zu diesem Video. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.